Hallo Freunde der Gastronomie, das ist wieder der Peter. Die Speise- und Getränkekarte ist ein extrem wichtiger Erfolgsfaktor, aber nur sehr wenige Gastronomen nutzen die Möglichkeiten, die da drinnen stecken. Wenn dich das interessiert, schau rein. Bis gleich. Okay, heute möchte ich dir aus diesem Artikel hier erzählen. Das ist ein Fachartikel aus dem Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly. Das ist ein Artikel, der heißt Descriptive Menu Labels Effect on Sales. Heißt auf Deutsch gesagt, die Auswirkung von Produktbeschreibungen auf den Umsatz, ja, die man eben auf der Karte machen kann. Das ist ein extrem praxisrelevantes Thema und vor allem das ist etwas, das könnt ihr sehr schnell und einfach umsetzen und davon richtig profitieren. Worum geht's in diesem Artikel? Dieser Artikel ist von drei Forschern geschrieben worden. Die haben eine Studie gemacht. Diese drei Forscher möchte ich nicht unerwähnt lassen. Die haben immerhin die ganze Arbeit gehabt. Das sind der Brian Wensink, der James Painter und der Kurt van Ittersum, alle drei von der Universität Illinois. Und die haben sich einmal drei Fragen gestellt. Das war die Ausgangsbasis. Erstens einmal, können Produktbeschreibungen den Umsatz steigern und kann man durch Produktbeschreibungen auch mehr Stammgäste aufbauen? Dann zweitens, beeinflussen Produktbeschreibungen das subjektive Geschmackserlebnis des Gastes? Also kann ich durch eine spezielle Beschreibung eben die Art und Weise, wie der Gast ein Produkt schmeckt, erfährt und fühlt und so weiter, kann ich das beeinflussen dadurch? Und drittens, kann man durch Produktbeschreibungen auch bessere Bewertungen bekommen für sein Lokal, für sein Restaurant, sein Café oder seine Bar? Um hier Antworten zu finden, da haben sich diese drei Forscher etwas ausgedacht und zwar haben sie eine Feldstudie durchgeführt in einer Cafeteria in Illinois war das eben, glaube ich. Die sind ja aus Illinois, die drei. Ja. Und die haben da eben das Ziel gehabt, die Auswirkung von verschiedenen Beschreibungen auszutesten. Und der Unterschied ist grundsätzlich einerseits einmal diese Standardbeschreibungen, also zum Beispiel der normale Apfelstrudel, ja, oder eben besondere lebendige Beschreibungen, die das Produkt dann einfach attraktiver machen. Ja, damit wir uns aber in diese Sache hier besser hineinversetzen können, möchte ich dich zunächst einmal zu einem kleinen gedanklichen Ausflug einladen. Ja? Stell dir vor, du bist bei dir in deinem Lokal und du bist jetzt dein Gast. Versetz dich bitte in die Situation von deinem Gast. Dein Gast betritt dein eigenes Lokal. Ja? Und er wird dabei wahrscheinlich auch mehrere Ziele verfolgen. Also natürlich wird er irgendwie konsumieren möchten, Speisen und Getränke. Aber wir wissen, Essen und Trinken ist in der Gastronomie oft nur eine Begleiterscheinung oder der Nebengrund, warum eigentlich ein Gast einen Gastronomiebetrieb aufsucht. Das können ganz andere Gründe sein. Manche wollen einfach nur aufs Klo gehen. Andere wollen einfach einen Frieden haben und einmal kurz aus dem Alltag entfliehen. Andere wollen Menschen kennenlernen. Also die wahren Beweggründe, warum Menschen einen Gastronomiebetrieb aufsuchen, sind oftmals weit entfernt oder nicht ausschließlich eben die Nahrungsaufnahme und den Durst zu stillen, weil sonst könnte man ja auch einfach in den nächsten Supermarkt gehen und dort es für einen Apfel und ein Ei bekommen. Ja? Aber nein, die Gastronomie hat ja glücklicherweise viel mehr zu bieten und da sind eben auch andere Beweggründe natürlich ein Grund. So, und jetzt stellen wir uns eben vor, dein Gast steht bei dir im Lokal, sitzt bei dir im Lokal und jetzt hat er mal ein Problem, unter Anführungsstriche ein Problem. Und so das Problem heißt, er muss jetzt was bestellen. Na, wenn er bei dir schon Gast ist, dann ist ihm klar, er kann nicht einfach nur da sitzen und jetzt mit den Leuten reden, sondern der anständige Gast wird auch etwas bestellen. Also ein Getränk oder eine Speise oder wie auch immer. So, und jetzt muss er das Problem bestellen mal lösen. Das heißt, er wird sich wahrscheinlich seine Karte schnappen, ja, seine Karte, einfach deine Getränkekarte, die du verfasst hast, deine Speisekarte, deine Menükarte. Ja. So, und jetzt will er so schnell wie möglich dieses Problem loswerden, damit er sich eigentlich seinem Hauptanliegen, das Gespräch mit seinem Freund, mit seiner Frau, das Kennenlernen anderer Leute, was auch immer, damit er sich seinem Hauptanliegen widmen kann. Jetzt muss er so schnell wie möglich mal dieses Problem lösen. Ja. Und was wird er dazu machen? Die meisten Gäste gehen her, nehmen die Karte und fliegen schnell drüber. Ja? Also die wenigsten Gäste lesen jetzt wirklich jedes einzelne Ding, ganz sondern man fliegt meistens einmal schnell drüber und versucht sich einen Überblick zu verschaffen. Ja? Und das, was einem interessant anspricht und was einem anspringt, das schaut man sich dann vielleicht genauer an. Ja?
Und das Ziel des Gastes ist es jetzt, dass er den maximalen Nutzen daraus zieht. Also ihm geht es nicht darum, dass du jetzt als Gastronom das richtige Produkt verkaufst, wo du jetzt gut kalkuliert hast oder was auch immer, sondern oder dass jetzt noch genau die drei Stückchen von der Lasagne, die jetzt noch fertig sind und was auch immer, dass das noch rausgeht heute, sondern dem Gast, der will nur seinen eigenen ultimativen individuellen Nutzen natürlich befriedigen. Ja? Und versucht natürlich jetzt durch dieses Kennen so rasch wie möglich das Maximale für sich selbst rauszuholen. So, und was ist die Grundlage seiner Entscheidung? Natürlich deine Karte. Das, was du da schreibst und das, was du beschreibst und anbietest, das ist natürlich das, worauf er sich dann entscheidet. Ja? Und jetzt stellen wir uns eben vor und denken mal nach, wie der Gast auf unterschiedliche Beschreibungen deiner Produkte, die du auf der Karte eben anpreist und anbietest, reagieren kann. Ja? Wer könnte zum Beispiel jetzt sagen, der sitzt am Nachmittag bei dir im Kaffeehaus, möchte einen Kaffee trinken und dazu eine Nachspeise oder ein Dessert essen, einen Kuchen oder sowas in der Art. Ja? Und jetzt könntest du zum Beispiel auf deiner Karte stehen haben den Apfelstrudel. Ganz ein Klassiker, weit verbreitet und in den meisten Kaffeehäusern und Restaurants liest man dann halt auch standardmäßig, zumindest ist das meine Erfahrung, liest man dann auch standardmäßig einfach Apfelstrudel. Ja? Was wird sich dann der Gast denken, wenn er Apfelstrudel liest? Na ja, Apfelstrudel, und das war es halt dann. Also der gedankliche Ausflug ist eher reduziert. Kann man das auch besser machen? Wie wäre es, wenn man zum Beispiel das lebendiger beschreibt als Alternative mit hausgemachter Apfelstrudel nach Omas Rezept? Ich weiß, klingt ein bisschen platt, aber bitte bleiben wir dabei. Erstens mal ist es nur ein Beispiel und du kannst es natürlich immer deinem Stil des Hauses anpassen, das ist keine Frage. Aber dieses Beispiel hausgemachter Apfelstrudel nach Omas Rezept, da steckt eine Überlegung dahinter. Nämlich der Begriff Omas Rezept, das hat die Wirkung, dass nämlich dein Gast beginnen wird, die Erinnerung an Omas leckere Küche und das, was die Oma so alles gezaubert hat, das auf einmal aus seinem Hinterstübchen hervorkramt, ob er will oder nicht. In dem Moment, wo du sagst, Omas Rezept, kommt es hervor in seinem Unterbewusstsein, schwappt sozusagen hoch ins Bewusstsein und er denkt jetzt einmal an Omas Rezept. Und das ist schon mal lecker, weil ich sage mal, die meisten von uns, die von ihren Omas bekocht worden sind, die haben einfach tolle Erfahrungen mit Omas Rezept gemacht und Omas Küche. Und viele Gäste werden jetzt dann einfach dadurch, dass die Erinnerung an Omas Rezept wach wird, ja, dann diese positive Erinnerung an Omas Rezept dann jetzt auch übertragen auf deinen herrlichen Apfelstrudel. Und damit strahlt sozusagen die tolle Küche von der Oma aus auf deinen Apfelstrudel. Und dieser Vorgang, den ich da jetzt beschrieben habe, den nennen die Verhaltensforscher den sogenannten Halo-Effekt. Also das ist Englisch Halo und heißt so viel wie Heiligenschein. Also da strahlt sozusagen die Oma-Küche strahlt aus von dem Begriff Omas Rezept auch auf deinen Apfelstrudel. Und das kannst du dir natürlich zunutze machen, indem du Begriffe verwendest zur Beschreibung deiner Artikel, die solche positiven Eigenschaften besitzen, die man mit deinem Produkt, mit deinem Apfelstrudel, mit deinem Wiener Schnitzel, mit was auch immer, mit deinem super Fischfilet, mit dem man das dann eben in Verbindung bringen kann. Und die Sache geht sogar noch viel weiter. Also es strahlt nicht nur, das Oma-Rezept strahlt nicht nur auf den Apfelstrudel, also auf das einzelne Gericht aus, sondern es führt sogar dazu, dass dann dein Gast diese positiven Assoziationen mit Omas Küche mit deinem gesamten Betrieb verbindet. Ja, also dieser Halo-Effekt strahlt einerseits auf das Produkt selber und auch auf deinen gesamten Betrieb aus. Das ist jetzt alles ganz interessant, denkst du dir jetzt vielleicht, aber kann man das vielleicht auch irgendwie in Zahlen fassen? Was ist denn da rausgekommen bei der Studie? Eingangs haben wir diese Studie von unseren drei Forschern erwähnt. Ja. Und wollen wir das ein bisschen konkretisieren? Was haben die genau gemacht? Die haben über 6 Wochen lang in einer Cafeteria eine Feldstudie betrieben und haben dort 6 unterschiedliche Gerichte ausgetestet, wie sie sich eben verkaufen und wie die Gäste darauf reagieren, wenn man diese Gerichte unterschiedlich beschreibt. Ja. Das waren eben rote Bohnen mit Reis und ich habe es auch auf mein Whiteboard geschrieben und das kann ich dir jetzt noch kurz zeigen. Also, das Gericht Nummer 1 waren rote Bohnen mit Reis und daraus haben die Forscher gemacht traditionelle rote Kidneybohnen mit Reis. Dann aus dem einfachen Fischfilet
wurde ein saftiges italienisches Fischfilet. Aus gegrilltem Hühnchen haben sie gemacht ein zart gegrilltes Hühnchen. Aus dem Parmesan-Hühnchen wurde das Parmesan-Hühnchen auf hausgemachte Art. Der Schokoladenpudding wurde zu einem cremigen Schokoladenpudding. Die Zucchini-Kekse stammen dann auch wieder von der Oma. Das sind dann Omas Zucchini-Kekse geworden. Soweit diese 6 Artikel. Soweit diese 6 verschiedenen Gerichte, mit denen die Forscher da in der Cafeteria gearbeitet haben. Ja, und jetzt stellt sich die Frage, was ist dabei herausgekommen? Durch diese Neubeschreibung, also diese rechtsstehenden anderen Beschreibungen, ist der Umsatz im Vergleich zu den Standardbeschreibungen um sage und schreibe 27% gestiegen. Dann, aber noch kein Ende, die Gäste haben die Qualität und den Wert der Speisen um etwa 11% höher eingestuft, als wie wenn man es nur ganz normal, nackt sozusagen, standardmäßig beschreibt. Dann fielen auch die Bewertungen des Restaurants besser aus, durch diese Beschreibung um etwa 14-20% besser. Die Gäste waren mehr bereit, und zwar um ungefähr 20% mehr bereit, in den nächsten 14 Tagen wieder ins Restaurant zu kommen. Und die Gäste waren sogar bereit, durch diese lebendigen Beschreibungen um 7% mehr Geld auszugeben für die gleichen Gerichte. Auch nicht schlecht. Okay, das ist jetzt einmal das Ergebnis von dieser Studie. Sollte, denke ich, dazu motivieren, sollte eigentlich jeder Gastronom interessiert und motiviert sein, dass man sagt, ja, das will ich auch. Ich will jetzt meine Karte optimieren. Was gibt es da für Vorschläge? Ich kann da 4 Optionen nennen auf die Schnelle, wie du eben deine Gerichte lebendiger, ansprechender beschreiben kannst. Das erste wäre mal eine klassische herkunftsmäßige Beschreibung, dass man einfach die Zutaten bezeichnet, woher sie kommen. Man könnte zum Beispiel für eine Pizza, wäre zum Beispiel ein Beispiel Rucola-Pizza mit San Daniele-Schinken aus dem italienischen Friaul. Klingt schon mal ansprechender als wie einfach nur Schinkenpizza. Dann die zweite Option wäre gefühlsbetont. Ein Beispiel, die klassische italienische Pasta mit hausgemachten Nudeln. Also hier geht es sozusagen um die Emotion. Das ist klassische, traditionelle, hausgemacht. Ja. Eine dritte Variante wäre eine sinnesbetonte Option. Also dass man hier jetzt die geschmackliche Wahrnehmung und die Vorliebe sozusagen in den Vordergrund stellt. Was meine ich damit? Zum Beispiel die Hühnersuppe nach Franzis Lieblingsrezept. Oder als 4. Option, ihr könnt jetzt auch das Image von anderen Marken verwenden, damit es auf euch auch ausstrahlt, so wie dieser vorhin beschriebene Halo-Effekt. Wenn ihr zum Beispiel Barbecue-Ribs macht und die mit Jack Daniels zubereitet, ja, dann könnten das dann die Jack Daniels Barbecue-Ribs werden. Bei den Marken bitte achtet darauf, dass ihr keine Markenrechte verletzt, dass ihr dazu berechtigt seid, eben diese Marken auch zu verwenden. Wenn ihr natürlich die Zutaten von einer Marke in einem Gericht verwendet, dann, so sehe ich das jetzt persönlich, aber bitte ohne Gewähr, dann sollte das eigentlich in Ordnung sein, natürlich, dass man diese Zutat auch auf der Karte dann nennt und auch bezeichnet. Ja, also mein Vorschlag wäre, aufgrund dieser doch sehr beeindruckenden Ergebnisse von dieser Studie her, Descriptive Menu Labels Effect on Sales, lasst euch ein bisschen was Kreatives einfallen, denkt einfach drüber nach, wie könnt ihr eure Gerichte spannender, ansprechender beschreiben, dass die Fantasie eurer Gäste einfach angeregt werden, dass Assoziationen verursacht werden, die eure Gäste dazu anregen, das zu bestellen, mehr zu bestellen, dass die Gäste auf gute Ideen kommen, das klingt doch voll klasse, ja, genau wie bei der Oma oder so, oder ja, cool, Jack Daniels oder was auch immer. Ihr könnt sie ja mit Worten Assoziationen wecken und die könnt ihr sowohl auf eure Produkte als auch auf euren Betrieb übertragen. Und das Coole ist, ihr könnt dadurch eine positive Kettenreaktion auslösen, ihr macht mehr Umsatz, ihr könnt mehr Stammgäste aufbauen und eure Gäste sind glücklicher und werden leichter und stärker zu Stammgästen. Wenn dich dieses Thema interessiert, dann kommt jetzt wieder eine kleine Werbeeinblendung. Wenn dich das interessiert, dann würde ich dir einfach vorschlagen, schau bitte auch in mein Buch hinein. Da ist irgendwo rund um dieses Video ist ein Link.
mein Buch, wie man in der Gastronomie Gewinn erzielt. Da ist ein eigenes Kapitel darüber, wie man seine Speisekarte so gestalten kann, dass man den Umsatz optimiert und auch seine Gäste glücklicher macht. Nichtsdestotrotz, wie auch immer, ich würde mich freuen, wenn du dieses Video likest, sofern es dir gefallen hat, und wenn du auch meinen Kanal abonnierst, dann kriegst du auch immer gleich die Info, wenn ein neues Video rauskommt. Es soll in Zukunft jetzt mehr werden und regelmäßig rauskommen. Wenn du ein bestimmtes Thema hast, was du sagst, das wollte ich schon immer besprechen, mich darüber austauschen, wie auch immer, neuen Input bekommen, dann schreib mir einen Kommentar bitte, schreib vielleicht unten rein in den Kommentar, das Thema interessiert mich, ich weiß nicht, Kalkulation, Marketing, Controlling, was auch immer. Vielleicht schreibst du es kurz rein mit einem kurzen Kommentar, würde mich freuen, wenn ich von dir höre. Und ich wünsche dir auf alle Fälle alles Gute, bis bald, dein Peter, ciao.